Weißt du, was krass ist? Keine Tiere. Keine Tiere. Möwen. Möwen paar am Meer. Vögel so, ne? Paar Vögel. Paar, ganz selten, ey. Eine Taube habe ich, glaube ich, gesehen. Eine Taube, ja. Ja. Genau, eine Taube habe ich gesehen. Ich musste überlegen, ob es krass, da war. Ja, das war da. Ja. Ja. Eine Taube habe ich gesehen. Die habe ich gesehen. Ja. Und sonst Möwen. Aber wirklich gar keine Tiere. Gar keine. Nicht mal Fliegen, nicht mal Mücken, nix. So. Und das hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht, wo ich dachte so, ey. Das ist unwirklich, ne? Genau, das ist unwirklich. Ja. Weil egal, in welches Land ich gekommen bin, du checkst das Land erstmal an seinen Tieren, so, voll, weißt du? Voll, so, okay. Wie hartnäckig sind die Fliegen hier? Ja. Wie sieht der Esel hier aus? Ja. Wie sehen die Kühe aus? So. Was fliegt aus der Mülltonne raus in der Straße, wenn ich Müll reinwerfe? Ja. Welches Tier kommt da raus? Ja. Ne, also, das ist, irgendwo ist ein Esel. Genau, dann nichts. Sand. Ja. Sand, ich schwör's dir, die fliegt so ein bisschen Sand entgegen. Und meine Frage ist, ist es einfach so zugebaut, dass keine Tiere mehr dort leben? Oder ist es so Wüste gewesen und da waren einfach nie Tiere? Wüste und vielleicht 50 Jahre alt, alles, ja, was du siehst. Ja, aber bring doch ein paar Tiere hin. Jetzt können die können nicht überleben, Alter. Das ist die Wüste, Alter. Wie will ein Tier da überleben? Echt, ne? So Weide geht nicht, ne? Weil du fährst so 30, 40 Kilometer. Nichts. Nein, du musst schon durch so Bereiche fahren, wo du wirklich durch die Wüste fährst und du siehst vielleicht Kamele. Aha. Aber das ist schon ein Ausflug so. Ja. Und sowas. Aber sonst bist du halt da, wo eigentlich kein Leben hingehört. Ja, so, ne, normalerweise eigentlich Wüste, wie du sagst. Ne? Alter. Die haben wie ist es in Saudi? Überall Katzen, keine Hunde. Ach. Keine Hunde, du findest keine Hunde. Aber überall Katzen, sehr viele. Ja, genau, Katzen, das habe ich auch vermisst. Daran erkennst du auch ein Land. Du kommst rein, so wie ist die Straßenkatze hier. Genau. Wie dick sind die Eier dieser Straßenkatze hier? Genau. Was macht die? Wie viele Augen hat die noch? Hat die noch beide? Hat die noch beide? Genau. Wie sieht der, ist der Schwanz noch komplett? Genau. Wie ist die Frisur? Weißt du, hat wirklich Irokese? Wie viele Farben hat das Fell? Ja, keine Ahnung. Also, was gibt es noch in Saudi-Arabien? Sehr viele Geckos. Ach so, einfach auf, ja, krass. Weiße echt? Geckos. Kids haben Angst davor. Es gibt so. Ja, hatten wir in Thailand auch. Ja. Ohne Ende an der Wand und sowas. Ja. Erstmal ist komisch, weil die sich halt so komisch bewegen und so. Ne? Aber ich habe mich so, glaube ich, nach einem Tag schon dran gewöhnt. So. Ja. Aber es war immer, irgendwo war immer eine. So. Aber nicht weiß. Ne? Nee, nicht weiß. Ja. Dunkelgrün, sowas. Genau. So, aber dort bräunlich. In Saudi-Arabien weiß. Sind die alle weiß und. Da gibt es auch so viele Mythen, so von wegen, wenn du die anfasst, kommst du nicht ins Paradies. Wenn die dich anspuckt, kriegst du keine Kinder. Ey, das ist bescheuert, ne? Das ist ja so geil. Genau. Bei uns in Marokko gibt es bei Chamäleon, genau. Ja, und? Fässer, sagen wir dazu. Chamäleon. Die Kids, wenn du eine siehst, musst du die umbringen. Wow. Sonst passiert dir was. Nein. Schreit der Dings. Das ist gemein. Ja, voll übertrieben gemein. Und du kommst, für mich ist, ich bin so aus Deutschland, ich so, nein, du dürft die nicht umbringen, weißt du? Genau. Ja, und für die ist so Aberglaube, weißt du? Du musst die umbringen, sonst passiert dir irgendetwas. Ah, schlimm. Ja. Das ist eine harte Regel. So Chamäleon, so langsames Dings da, voll ganz die Fähigkeiten. So, genau, ne? Kannst, dass du die überhaupt entdeckst. Ja, crazy. Und da ist auch in Saudi-Arabien, ist so, meine Geschwister und ich, als wir immer da waren, war so, boah, cool, eine Eidechse, so, ne? Und wieso, lass mal anfassen. Und alle so, nein, tu das nicht. Und wieso, wir haben keine Angst. So, hey, voll cool, haut ab. Boah, schade. Oder... Da gab es auch so Sachen, so, du wirst niemals heiraten, wenn. Auch solche Sachen, so ganz komisch. Und jeder glaubt dran. Oder? Ja, ja, bei uns auch. Ist voll. Was gibt's noch in Saudi-Arabien? Das war's aber. Sonst Kamele habe ich gesehen und in den Bergen von Saudi-Arabien Paviane. Pavian. Boah. Wenn du so in der Nähe von Mekka, so 20 Kilometer nur die Berge hoch, aber es dauert dann trotzdem eine Stunde, bis du da bist. Das sind so wie Serpentinen, bis du oben ankommst in Taif und auf dem Weg dahin bei jeder Raststätte warten schon so Paviane, so, dass du Pause machst. Ach, krass. Und dass du denen was gibst und du parkst da und dann habe ich mal neben jemanden geparkt und der war am Handy so, macht Pause ein bisschen, trinkt Tee und macht so Fenster auf beiläufig und ich beobachte ihn so. Und er macht einfach so eine Banane vorne auf die Frontscheibe, macht Fenster wieder zu, ist weiter an seinem Handy, auf einmal kommen die Paviane und hauen wieder ab. Oder ein Cousin von mir, die haben sich so einen Spaß erlaubt, die sind da hingefahren, haben so Melone geholt,
frische Melone, so in der Mitte, diese länglichen, wie in der Türkei. Also Wassermelone? So. Wassermelone. Ah, krass. Und dann machen die so eine Hälfte, essen die selber und die andere Hälfte legen die so raus aus dem Auto in der Raststätte. Die Raststätten haben dann so wirklich einen coolen Blick und deswegen machen das alle da dann wirklich Rast und die Affen wissen das. Und dann machen die aber dann noch so Chili-Soße drauf. Echt? Nein. Ja, die haben das gemacht. Nein. Also einmal haben die das gemacht und dann haben die so gewartet, bis die ganzen Paar... Oh shit, warte, der nimmt nicht mehr auf, oder? Also... Akku gerade ausgetauscht, aber wo war ich stehen geblieben? Genau, die Pavian, die Melone mit dem scharfen Chili drin. Chili, so, die machen dieses Sriracha drauf und warten so und dann kommen die Pavianen, yeah, und dann beißen die rein, wow! Echt? Den zu scharf sind alle abgehauen. Haben die nicht. Die haben abgelegt. Ja, man weiß nicht, reicht das bei denen die überhaupt? Richtig, genau. Kommt das überhaupt an? Und scheinbar. Doch, crazy. Ne? Also, oh, Alter. Ja, ich meine, die haben ja auch so Sinne von wegen, soll ich das essen? Zerreißt mir das meine Magenwände oder nicht? Keine Ahnung. Scharf, haust einfach. Scharf. Das ist ein Zeichen, Alter. Ja, ja, das normalerweise isst du nichts Scharfes einfach. Ja, ja. Solltest du ja, auf jeden Fall nicht machen. Genau. Und, ja, solche Sachen. Doch, es gibt schon Tiere und vor allen Dingen gibt es. Also das ist der Unterschied, Dubai und Saudi-Arabien ist, es gibt Tiere und es gibt Einheimische. Ja, ne?